Werner Kreuz, ÖVP, ist an Bord. Es ist interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung zum selben Gesetz sein kann, wie mein Kollege sowohl im Nationalrat als auch als Steuerberater, die mit Klein- und Mittelunterbetrieben zu tun haben, das sehen können. Lassen Sie mich beginnen. Die letzte Steuerreform, die wir hier gemeinsam beschlossen haben, wurde mit 5,2 Milliarden so durchgesetzt, dass der einzelne Bürger mehr Einkommen hatte. Und mit diesem Mehreinkommen sollte der Konsum angekurbelt werden. Es war die Möglichkeit, mehr Wirtschaftswachstum zu lukrieren, mehr Steuereinnahmen zu machen. Und dementsprechend wurde hier genau mit großer Mehrheit, und viele wollten das so, auch die Freiheitlichen wollten es so, dass hier das dementsprechend den einzelnen Bürger zurückgegeben wird. Auch die Steuern haben unterschiedliche Aufgaben. Einerseits natürlich die Einnahmen zu erzielen für den Staat, aber andererseits auch Lenkungseffekte zu machen. Und auch der Handwerkerbonus ist eine ganz kleine Steuerreform. Ganz klein, weil es nicht alle betrifft und auch weil das Budget nur klein ist. Nur, er hat genau die richtigen Lenkungseffekte. Es ist eine befristete Steuerreform, die den Konsument bis zu 600 Euro bringt. Unter gewissen Voraussetzungen. Voraussetzungen dahergehend, dass es hier zur Unterstützung der eigenen Wohnung, des Eigenheims, der Mietwohnung dann kommt, wenn hier Verbesserungen durchgeführt werden. Der Handwerkerbonus, der eigentlich Bundesgesetz zur Förderung der Handwerkerleistungen heißt, hat daher sehr viele unterschiedliche Beiträge. Auf der einen Seite macht er einen Beitrag zum leistbaren Wohnraum. Denn jeder, der braucht, kann hier jetzt 600 Euro abholen, um seinen eigenen Wohnraum zu verbessern. Er macht einen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Eigentum. Auch das ein wichtiger Wert, den wir gerne unterstützen möchten. Denn ein schöner Wohnraum, ein guter Wohnraum schafft Lebensqualität und bringt Wohlbefinden unseren Bürgern. Es ist ein Beitrag zur Eigenverantwortlichkeit unserer Bürger. Denn ich muss mich jetzt überlegen, welche Sanierungsmaßnahmen ich setze, denn das Budget ist begrenzt und daher werden nicht Mitnahmeeffekte, sondern Vorzieheffekte erwartet. Und es ist ein Beitrag zur Unterstützung der personalintensiven Handwerkerbetriebe in Österreich. Diese Handwerksbetriebe sind Klein- und Kleinstbetriebe. Alle hier vertretenen Parteien sagen bei jeder Besprechung, das ist das Herz unserer Wirtschaft. Und wenn wir einmal einen kleinen Beitrag für dieses Herz dieser Wirtschaft machen, dann sind die meisten Mitnahmeeffekte, brauchen wir nicht. Der Handwerkerbonus steuert daher ziemlich exakt. Er macht genau diese Lenkungsabgabe, die wir wollen. Er bringt eine gleiche Förderung für alle Bürger, nicht prozentmäßig, damit für einen kleinen Verdiener mehr als für einen großen, der das vielleicht wahrscheinlich nicht in Anspruch nehmen wird. Er macht eine Konsumentensteigerung, eine Konsumsteigerung, denn ich kriege diese Förderung nur, wenn ich wirklich konsumiere. Nicht der Unternehmen, sondern der Konsument. Es ist keine Gießkanne, nicht jeder kriegt irgendwas, sondern nur diejenigen, die es brauchen und es auch wollen. Und gerade jetzt, wo in der Baunebengewerbe noch geringere Auftragsbücher voll sind, genau jetzt wird der Handwerkerbonus eingeführt, damit jetzt dementsprechend die Auftragsbücher gefüllt werden. Und diese vollen Auftragsbücher folgen zu einer besseren Stimmung und damit auch zu einer besseren Investitionsquote der Unternehmer. Und das Allerwichtigste ist, der Handwerkerbonus ist genau diese steuerpolitische Maßnahme, die sich die kleinen Betriebe wirklich wünschen. Wenn Sie heute in der Früh Radio gehört haben, werben die Tischler jetzt schon. Bitte jetzt bei uns kaufen, dann kann man den Handwerkerbonus in Anspruch nehmen. Die Betriebe wollen es, die Konsumenten können wirklich Förderungen abholen, wenn sie es brauchen. Damit ist es genau das richtige Mittel zum richtigen Zeitpunkt. Und ich danke für die budgetmäßige Freigabe. Dankeschön.
Der Handwerkerbonus bringe eine gleichmäßige Förderung für alle Bürger auf Konsum, betont Werner Greuß von der ÖVP. Zudem würden die Auftragsbücher der Unternehmen dadurch gefüllt.